Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super einfachen Nusskuchen und wenn ihr sehen wollt, wie der gemacht wird, dann bleibt dran. Die Zutaten sind sehr überschaulich. Wir brauchen nur 2 Eier, ein Becher Joghurt und dieser Becher ist dann auch unser Maß. Dann brauchen wir 2 Drittel des Bechers an Öl, 1 Becher Zucker, 2 Becher Mehl, 1 Becher gemahlene Nüsse, 1/2 Päckchen Backpulver und 1 Päckchen Vanillezucker. Das war's auch schon und jetzt können wir loslegen. Ich werde für diesen Kuchenteig keinen Mixer benutzen. Ich mache das einfach mit einem Schneebesen. Und ich fange mal an mit dem Joghurt, weil ich dann den Becher auswaschen und trocknen werde, damit ich den als Messbecher für die anderen Zutaten benutzen kann. So, der Becher ist jetzt schön trocken und da kommt jetzt ein Becher Zucker kommt jetzt in den Joghurt. Dann kommen die beiden Eier. Der Vanillezucker. Zwei Drittel dieses Bechers Öl. Ich habe jetzt 2 Becher Mehl und das Backpulver dazu getan. Die Kamera hat leider nicht gefilmt. So, jetzt kommen noch 1 Becher gemahlene Nüsse dazu. Das war's auch schon. Der Teig ist fertig und kann jetzt in die Kuchenform. Ich benutze so eine kleine Kastenform. Die werde ich jetzt mit meinem Backtrennmittel einpinseln. Ist jetzt fertig für den Backofen. Den Backofen hatte ich auf 160 Grad Umluft vorgeheizt. Ich werde euch im Anschluss nochmal die genaue Backzeit nennen. Der kleine Nusskuchen ist jetzt fertig. Wir brauchen mal die Stäbchenprobe. Ja, der ist durch. Ich lasse den jetzt 5 Minuten in der Backform stehen und dann werde ich ihn stürzen. Der schnelle kleine Nusskuchen ist jetzt fertig. Probiert den unbedingt mal aus. Der ist super einfach zu machen und ihr müsst noch nicht mal den Mixer rausgraben. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Video. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.